3 Punkte gab es zuletzt. Kann so weitergehen, würde ich sagen. Entsprechend motiviert dürften Sie heute auch sein, Wolf. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Marc-André Ter Stegen im Tor. Clément Longley spielt neben Gerard Piqué in der Abwehr. Ivan Rakitic steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und der einzige Mann im Sturm heißt heute Luis Suarez. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Wojciech Szczęsny auf der Torwartposition. Danilo spielt zusammen mit Alexandro in der Abwehr. Miralem Pjanic steht mit Blaise Rakitic. Szczęsny ganz sicher. Ah, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Erster Ballverlust, aber dann doch noch die Parade. Der Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden. Am langen Pfosten lauert Messi. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. In dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Barcelona geht hier also in Führung. Jetzt Danilo. Das könnte was werden jetzt. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Dybala. Danilo. Kurze Flanke. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Higuain. Steilpass von Higuain. Sie haben den Ball, erstmal durchatmen, aber die Parade eben, die war Sensation. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Nun Busquets. Die Barca-Anhänger machen sich bemerkbar, sie spüren, die Führung ist in Gefahr. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Higuain. Jetzt Ronaldo am Ball. Und Higuain. Cristiano Ronaldo. Gut gemacht von Ter Stegen, auch wenn das sicherlich nicht allzu gefährlich war. Messi jetzt. Suarez. Auf ihn müssen Sie heute besonders aufpassen, Luis Suarez. Gehst du mit, Buschi? Ja, Wolf, einer der besten Offensivspieler überhaupt im Moment. Auch einer, der ab und an durch unbeherrschte Aktionen auffällt. Luis Suarez am Ball. Ballverlust Barcelona. Pjanic. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Frenkie de Jong. Griezmann. Griezmann mit dem Ball. Flanke jetzt von Griezmann. Das hätte gefährlich werden können. Und nun Matuidi. Sergio Roberto. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Gelegenheit für die Flanke. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Jetzt Jordi Alba. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Da ist die Balleroberung.
Frenkie de Jong. Nun Suarez. Luis Suarez jetzt. Dybala. Sie verlieren den Ball. Antoine. Gute Chance. Szczęsny ganz sicher. Khedira. Matuidi. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Ronaldo. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Der FC Barcelona heute mit einer reichlich mäßigen Ballbesitzquote. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball läuft da gut jetzt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Suarez. Nun Higuain am Ball. Oh, Higuain mit Druck. Jetzt ist er durch. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Sie üben schon früh Druck aus. Pjanic. Khedira. Pjanic. Higuain. Sie machen das Tor. Das Tor wird nicht gegeben. Und das zu Recht. Es war Abseits. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Ballverlust. Lionel Messi. Leo Messi macht Druck. Er verhindert die Flanke. Jetzt die Ecke. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Er kann ihn reinbringen. Flanke an den kurzen Pfosten. Ter Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Rakitic. Wie siehst du Messi bislang? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Blaise Matuidi. Sami Khedira. Higuain mit dem Ball. Ja. Pjanic! Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Pjanic. Matuidi jetzt. Gefährliches Anspiel. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Das Tor durch Dybala. Und was für ein Tor. Der ist wieder in überragender Form. Und wenn er in der ist, dann kannst du ihn nicht stoppen. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Dybala. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Ja, klasse Pass von Pjanic. Stark gemacht.
So, Pjanic führt aus. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Es ist ein begeisterndes Spiel, das uns beide hier bieten. Beide mit Druck nach vorne, beide mit vielen Torchancen. Das nenne ich mal unterhaltsam. Da verlieren sie den Ball. Alexandro jetzt. Ronaldo am Ball. Alexandro am Ball. Higuain. Steilpass von Higuain. Pjanic. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Jetzt muss Barcelona kämpfen, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Ballverlust. Jetzt kann er flanken. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ball weit raus auf Ronaldo. Cristiano Ronaldo kommt. Oh, viel Platz jetzt. Der Steg mit der Parade. Immer noch gefährlich. Sergio Roberto. Messi. Sieht vielversprechend aus. Rakitic. Ball kommt an. Gefährlich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Rakitic. Szczęsny ganz sicher. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Und Pjanic. Ja, klasse Pass von Pjanic. Paulo Dybala. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Wird das Foul, sieht er gelb, geht in Ordnung in meinen Augen. Kann ich dir nur zustimmen, Wolf. Das hat der Schiedsrichter genau richtig bewertet. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Pjanic. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ter Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Matuidi. Zurück zu Matuidi. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Geht dazwischen und hat den Ball. Kurz vor Ende glauben die Barcelona-Fans weiter an den Ausgleich. Higuain. Oh, das könnte was werden. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Keine große Überraschung, dass der Torhüter heute nochmal hinter sich greifen muss. Er ist heute sehr unsicher, aber an ihm alleine kann es eigentlich auch nicht liegen. Der FC Barcelona nimmt jetzt eine Auswechslung vor. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Pjanic. Miralem Pjanic. Blaise Matuidi. Und der war sowas von knapp. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Dembélé! Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen.
Der Torwart ist mit vorne drin. Es ist ihre letzte Chance. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Dembélé. Klasse gemacht. Stark geblockt. Das wird Abschluss geben jetzt. Arthur. Jetzt der Angriff von Barca. Jetzt Pjanic. Pjanic. Er holt sich den Ball. Schiri sagt, das war Foul von Khedira. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Was macht er draus? Matuidi geht gut dazwischen. Und nun Ronaldo. Bei Cristiano Ronaldo müssen wir natürlich auch über diesen unheimlichen Siegeswillen reden. Klasse, wie Ter Stegen dazwischen geht bei dieser Hereingabe. So, Pjanic führt aus. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Mit dem Sieg heute ist das Thema Abstieg für Sie schon mal keins mehr. Am langen Pfosten lauert Messi.